Letztens habe ich das Kind von der Schule abgeholt. Das eine ist Boujolais, das andere ist Pernod. Müssen Sie unbedingt probieren. Zusammen gute 22 Umdrehungen. Wir sind schon lange da. Bitte sehr. Letztens habe ich das Kind von der Schule abgeholt. Ich fragte es, und, wie war's? Ja, ganz okay. Der Timo hat ein schönes Wort gesagt und zwei Striche bekommen. Die Kinder bekommen einen Strich, wenn sie ein schönes Wort sagen, zu besonders schön auch mal zwei. Was hat er denn gesagt? Papa, wenn ich das jetzt sage, dann habe ich doch auch das böse Wort benutzt. Du erzählst mir nur mir davon. Also, in dem Fall ist das okay. Fick deine Mutter! Ist Ficken ein schlimmes Wort? Nee, Ficken ist an sich kein schlimmes Wort. Deswegen das Kind fängt an zu singen. Das geht ja gut los. Das Kind fängt an zu singen. Ja. Na, sing mal. Ficken, yeah, yeah. Du, was ist denn eigentlich Ficken? Die ersten Passanten bleiben stehen, sehen sich zu uns um. Wenn ein Mann mit seiner 7-jährigen Tochter durch die Einkaufsstraße geht und dann... ich würde mich auch umdrehen. Ja, also mein Kind, lass uns erstmal nach Hause gehen und dann erklären Mama und ich dir das in Ruhe. Da geschwärt uns für alle vernehmbar. Es hatte sich ja schon eine Menschenmenge um uns gebildet. Und irgendeiner berühmte nicht da. Das Kind hat das gefragt. Na, danke. Ja, also, Ficken. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Kommt aus dem Norddeutschen und bedeutet machen. Mit der Zeit wurde es dann für Tätigkeiten gebraucht, die man nicht so direkt sagen wollte. Ich fing an zu schwitzen. Suchte eine Fluchtmöglichkeit, erzählte was von Lautverschiebungen, von Völkerwanderungen, irgendwelcher Gurken, entdeckte dann einen offenen Gullideckel, gut 5 Meter weiter. Ja, wenn ich schnell genug war, konnte ich es schaffen und kopfüber hineinspringen und schnell kommen. Aber die kleine Gruppe von 3 älteren Damen hatte ihn auch gesehen und schon abgeschickt zwischen sich und der Richtung. Ach, ich weiß schon! Ja! Ich konnte meinen Glück kaum fassen. Da hatte die alte Tour des so lange Herumschwakels, bis jeder glaubt, man hätte die Frage beantwortet, mal wieder geklappt. So habe ich schon mein Abitur bekommen. Ich will Mann und Frau sich nackig machen. Genau, sagte ich erleichtert. Enttäuscht löste sich die Menge auf. Da haben wir ja auch schon mal gefickt. Oh nein. Der Kreis und schloss sich wieder. Zum Glück fiel eine der Omas in den Gulli. Das Einzige, was man hörte, war, wie sie von unten rief: Ich bin in den Gulli! Schnappt euch den Dreckskerl! Ich hob das Kind in die Arme und rief: Ach, naje, du hast ja Kopfläuse. Das wirkte. Für einen kurzen Moment wichen die Leute zurück und ich konnte mir das Kind wie ein Schild benutzen, die keine Schleife freikämpfen. Zu Hause angekommen gab es natürlich viel mehr Fragen. Jetzt ist unsere 7-jährige Tochter praktisch aufgeklärt. Weißt du von dem menschlichen Körper dank der Fachliteratur, die ich besorgen musste, bestens Bescheid? So hatten wir uns das allerdings nicht vorgestellt. Hallo, hier bin ich. Meine vergnüglichen Abenteuer auf der 9-monatigen Reise bis zur Geburt. In letzter Zeit habe ich so herumgewirtschaftet. Achso, die Überschrift, ich mache zu viel Hallo.
In letzter Zeit habe ich so herumgewirtschaftet, dass die Mami gemeint hat, ich sei Zwillinge. Ein einzelnes Kind könne nicht derart viel herumwursteln, meinen sie. Jedes Mal, wenn die Mami von Zwillingen spricht, höre ich den Papi unruhig werden, weil, wie er sagt, Zwillinge ein teurer Spaß sind. Dann sagt die Mami, auf 85 Schwangerschaften kommt nur eine Zwillingsgeburt und auf 7.225 Schwangerschaften nur einmal Drillinge und auf 614.125 Schwangerschaften nur einmal Vierlinge. Aber dann hat sie erwähnt, sie habe gerade von einer Pygmäenfrau in Afrika gelesen, die hat 7 Dinge zur Welt gebracht. Wenn sie sowas erzählt, klingt die recht ängstlich. Aber der Papi hört gar nicht richtig hin bei sowas. Und ernst nehmen tut er es erst recht nicht. Eine Pygmäenfrau, 7 Dinge, hat er nur gesagt. Das werden zwangsläufig Zwerge. So einer braucht eine Leiter, wenn er Erdbeeren pflücken will. Hallo, hier bin ich.